und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Yoga-Zeit. Sei wie immer mit dir sehr achtsam, auch heute. Schau, wie weit du heute in die Asanas reingehen möchtest und wie lange du sie auch halten möchtest. Du hast wie immer die Möglichkeit, mit der nächsten Ausatmung ganz langsam und achtsam aus der Asana wieder rauszugehen, auf dem gleichen Weg, wie du reingekommen bist. Sehr schön. So, wir fangen an mit einem lockeren Aufwärmen. Schüttel dich erstmal aus, schüttel noch die Müdigkeit des Morgens oder die Anstrengung des Tages einfach so von dir ab. Schüttel die Beine, schüttel die Hände. Okay. Dann stellst du dich ungefähr schulterweit hin, kreist mit den Hüften. Erst kleinere Kreise, dann etwas größere. Ganzer Körper darf mitbewegen. Knie, Oberkörper, alles mit dabei. Wechsel mal die Richtung, start auch hier etwas kleiner erst zu Beginn. Und werde dann langsam größer. Genau. Okay. Setz dann deine Knie so ein bisschen nebeneinander, sodass die Füße eng stehen und dann kreist du deine Knie. Auch hier zu beiden Seiten. Und dann stellst du dich mal gleich direkt als erstes auf dein linkes Bein, lässt den rechten Fuß kreisen. Und andersrum. Und wechsel deine Seite. Kreis auch hier. In beide Richtungen. Okay, gut. Nochmal schütteln, Beine hinstellen. Von der Mitte aus gehen wir jetzt ab nach oben. Jetzt versuchst du im Oberkörper Kreise zu machen. Also, dass die Hüfte möglichst an Ort und Stelle bleibt. Und du kreist aus der Wirbelsäule rauf. Auch hier beide Seiten. Das kann sein, dass du da erst ein bisschen ausprobieren musst, bis du da reinkommst. Und dann gehst du in einen Twist. Ganz sanft, ganzer Körper geht mit. Rotation. Dann nimmst du deine Flanken erstmal nur ganz sanft und wenn es sich für dich gut anfühlt, darfst du auch mehr in die Bewegung gehen. Mach das in deinem Tempo, so wie du dich gut fühlst. Okay. Gut, noch so zwei, dreimal. Und dann kreist du ganz langsam deine Arme. Auch nach hinten, dass das Schultergürtel, die Schultern erwärmt sind. Schüttelst nochmal die Unterarme, beide Richtungen auch hier. Und die Handgelenke greifst du mit den Fingern ineinander. Drehe, wende, kippe hin und her, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und wechsel auch mal den Griff, sodass die Daumen andersrum gekreuzt sind. Okay. Gut. Noch ein bisschen den Kopf sanft von rechts nach links, damit der auch heute Morgen schön warm ist. Und bleib mit dem Kopf in der Mitte fest. Schau nochmal, auch hier in deinem Tempo, von rechts nach links. Sehr
Sehr gut. Okay, gut. Dann kommen wir an den vorderen Rand deiner Matte. Wir starten mit ein paar Sonnengrüße, um mal den kompletten Körper nochmal warm zu machen und eben auch, um hier anzukommen. Du startest in Tadasana. Die Füße sind hüftweit geöffnet, die Zehen geerdet, die Ferse und die Fußaußenkante. Die Knie sind leicht gebeugt, der Bauch ist angespannt, Brust ist stolz. Deine Hände sind vor der Brust in der Namaste-Haltung. Deine Schultern sind bewusst weit weg von den Ohren. Kinn etwas nach innen, damit der Nacken mehr Länge bekommt. Lass deine Atmung natürlich fließen. Und mit der nächsten Einatmung hältst du deine Arme nach oben an und kommst in eine sanfte Rückbeuge. Handflächen zeigen zueinander, Schultern sind von den Ohren weg. Ausatmend, ganz so tief in eine erste kleine Vorbeuge. Knie sind gebeugt und versuche hier so mit dem Bauch, mit dem Brustbereich Richtung Oberschenkel zu kommen. Mit der nächsten Einatmung setzt du dein rechtes Bein nach hinten, kommst in einen Sprinter. Versuch hier auch gleich mit drei, vier Atemzügen die Hüfte etwas weich werden zu lassen. Dein Blick geht entweder geradeaus nach vorne mit stolzer Brust oder auch schon hier so ein bisschen Richtung Matte. Ist beides in Ordnung. Mit der nächsten Ausatmung setzt du das linke Bein ebenfalls nach hinten zurück und kommst hier ins Brett. Aktiviere deine Schultern, aktiviere die Körpermitte. Komm dann über die Kniebrust, Kindstellung nach unten. Halte die Ellbogen eng, löse die Füße. Mit der nächsten Einatmung hebst du deinen Kopf und dein Herz in eine Kobra. Blick geht nach vorne, Schultern nach hinten und unten. Mit der Ausatmung löst du wieder auf. Setz die Fußspitzen auf, bring den Po nach hinten zu den Fersen und von hier aus nach oben in deinen ersten herabschauenden Hund. Die Fersen gehen so im Wechsel zum Boden hin, trete ein bisschen, komm an im Hund. Schieb dein Steißbein mehr und mehr zur Decke hin. Deine Arme sind kraftvoll und lang, die Ellen beugen, zeigen nach vorne. Komm dann zum Stillstand, zieh dich nochmal lang. Heb den Blick etwas an, dein rechter Fuß kommt mit der nächsten Einatmung nach vorne. Gib dir auch hier drei, vier Atemzüge Zeit, dass die Hüfte absinken kann. Mit der nächsten Ausatmung kommt dein linker Fuß nach vorne, du kommst in die Vorbeuge. Beug die Knie, einatmen, nimm die Arme hoch, sanft in die Rückbeuge. Ausatmen, senk die Namaste-Haltung vor der Brust. Atme ein, zweimal durch. Mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme, sanfte Rückwärtsbeuge. Arme über außen, tief in deine Vorbeuge. Mit der nächsten Einatmung geht dein linkes Bein nach hinten. Schaff dir hier etwas Platz, sodass dein Becken wirklich jetzt zwischen die Beine kommt. Und arbeitest du langsam mit den Armen Richtung Boden. Dass dein rechter Ellbogen so leicht Richtung Boden kommt, so gut es dir eben jetzt schon möglich ist. Halte die Länge im linken Bein, im gestreckten Bein. Einmal noch. Setz dann die Hände wieder auf, Fuß etwas näher ran, rechtes Bein geht ebenfalls zurück. Gewinne Länge hier im Brett. Aktiviere nochmal deine Schultern. Schieb dich jetzt mit deinen Fersen weit vor und zurück. Weit vor und zurück. Einmal noch. Und dann kommst du wieder entweder komplett im Brett jetzt oder nochmal über die Kniebrust, Kinn nach unten zum Boden. Nimmst die Ellbogen eng, machst die Fußspitzen lang. Mit der kommenden Einatmung gehst du in eine dynamische Kobra. Das heißt, einatmend ziehst du dich etwas nach oben. Ausatmend sinkst du ab, legst aber nicht ganz ab, sondern mit der Einatmung gehst du wieder hoch in eine Kobra. In deinem Atemrhythmus so vier, fünf Mal.
Also die Ellbogen hängen, zieh die Schultern sanft nach hinten und unten. Letztes Mal. An mit der nächsten Ausatmung. Löst du, setzt die Fußspitzen um und kommst entweder nochmal mit den Fersen über den Po oder auch direkt hier komplett mit aktiver Mitte bis nach oben in den herabschauenden Hund. Gewinne Länge im Rücken. Aktiviere die Schultern, sodass die Ellenbeugen nach vorne gehen. Sei ganz kraftvoll in deinen Armen. Schieb dein Steißbein nochmal kräftig nach oben. Wenn dir das nicht so gut gelingt, gibt es hier einen kleinen Trick. Dann beugst du mal deine Knie. Jetzt mit den Knien Richtung Boden, schiebst jetzt nochmal dein Steißbein weiter nach oben und dann bringst du die Fersen mehr zum Boden hin. Dein Kopf ist locker und hängt. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Blick, bringst dein linkes Bein nach vorne, schaffst dir auch hier so etwas Platz im Hüftbereich und arbeite nun hier entweder mit den Ellbogen so sanft Richtung Boden oder wenn du schon ganz warm bist, mit der linken Ellbogen, dem linken Ellbogen Richtung Erde. Zwei, dreimal. Setze dann wieder auf, platziere die Füße wieder richtig. Mit der Einatmung kommst du nach vorne, gehst in die Vorbeuge. Bleib hier einen kurzen Moment, locker dich. Und komm einatmend über die gebeugten Knie nach oben. Sanft in die Rückbeuge. Namaste. Einatmend, sanfte Rückbeuge. Ausatmend. Tief in die Vorbeuge. Mit der nächsten Einatmung geht dein rechtes Bein nach hinten. Schaff dir wieder etwas Platz. Komm mit dem Ellbogen jetzt hier zum Boden hin und halte mal 2, 3, 4, 5 Sekunden. Die Dehnung hier, die Hüftöffnung. Achte darauf, dass der linke Fuß trotzdem mit dem Fußbein mit der Außenkante, mit der Ferse Kontakt zum Boden hat. Mit der nächsten Einatmung öffnest du dich in den Twist. Ausatmend. Komm tief. Einatmend, öffne dich in den Twist. Spannung im ganzen Körper. Ausatmend, tief. Zweimal noch. Löse wieder ab. Setz um. Nimm das linke Bein nach hinten. Komm ins Brett. Dann kommst du wieder auf deine Art und Weise zum Boden und wenn du angekommen bist und kräftig genug bist, darfst du gerne auch bereits hier jetzt einen heraufschauenden Hund einbauen. Ansonsten wählst du die Kobra. Kräftig in der Schulter hier, aktiv in der Körpermitte. Und mit der nächsten Ausatmung löst du Kobra oder Hund auf und gehst auf deine Art und Weise in den herabschauenden Hund. Schieb nochmal dein Steißbein hoch, wenn du magst, wende nochmal diesen kleinen Kniff an, um mehr Länge im Rücken zu bekommen, über die gebeugten Knie und das Steißbein. Lass deinen Atem natürlich fließen. Fühl die Kraft und die Länge im Rücken. Mit der nächsten Einatmung kommt dein rechtes Bein nach vorne. Auch hier wieder verschaff dir etwas Platz. Geh mit dem rechten Ellbogen tief Richtung rechte Ferse. Ein paar Sekunden hier unten halten, durchatmen. Linkes Bein ist gestreckt, Rücken ist lang und dann gehst du einatmen. In die Drehung ausatmen. Mit dem Ellbogen tief. Einmal noch. Setze dann wieder auf. Nimm den linken Fuß nach vorne. Komm in eine Vorbeuge. Lass dich weiche hängen. Bring mehr Länge in die Beinrückseite, indem dein Steißbein wieder nach oben geht. Und dann kommst du mit gebeugten Knien nach oben in eine Rückbeuge. Namaste vor der Brust. Ein, zwei Zwischenatemzüge hier.
Und mit der nächsten Einatmung gehst du wieder nach oben, sanfte Rückbeuge. Ausatmend, tief in eine Vorbeuge. Mit der Einatmung nimmst du dein linkes Bein nach hinten, setzt dein Knie auf, richtest dich nach oben auf, die Hände gerne erstmal hier auf dem Knie und schieb mit der Hilfe deines Gesäßes nach vorne, intensive Hüftdehnung im Hüftbeuger. Wenn sich das gut und stabil für dich anfühlt, darfst du gerne auch hier mit den Händen nochmal gefaltet nach hinten und unten eine sanfte Rückbeuge mit einbauen. Ansonsten bleibst du mit den Händen auf den Knien. Ein, zwei Atemzüge hier. Löse dann langsam ab, setze die Hände auf, bring Spannung in dein linkes Bein und heb dein rechtes Bein nach hinten in die Planke. Komm auf deine Art und Weise komplett im Chaturanga und geh in den Hund oder komm über die Kniebrust, geh in die Kobra, so wie es für dich passt. Einatmen, schieb dich raus, werde aktiv. Wenn du in der Kobra bist, halte sanft die Spannung. Fang mal deine Hände vorsichtig zu lösen. Im Hund sei kraftvoll, heb die Brust raus und die Schultern sind stark. Und mit der nächsten Ausatmung wechselst du in den herabschauenden Hund. Bringst hier die Fersen sanft Richtung Boden, das Steißbein zur Decke hin. Die Schultern sind super aktiv, der Nacken, der Kopf ist entspannt. Lass den Atem fließen und genieße deinen Hund hier. Schau dir die Welt einmal auf den Kopf an. Heb dann deinen Blick nach vorne mit der nächsten Ausatmung. Kommt dein linker Fuß nach vorne. Setzt das rechte Knie auf. Stütze dich erstmal hier auf dem linken Knie und bring mehr Druck über die Gesäßmuskeln nach vorne, sodass du intensiv hier in die Hüftdehnung kommst. Auch hier, wenn es sich für dich gut anfühlt, nimm die Hände nach hinten, flechte und öffne dich sanft. Leichte Herzöffnung, sanfte Rückbeuge. Löse wieder ab. Setze die Hände auf, bring Spannung in dein rechtes Bein. Mit der Ausatmung kommst du nach vorne zurück in die in die Vorbeuge. Lass den Atem fließen. Und dann rollst du dich hier ganz, ganz sanft Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Runter, runter, weicher Rücken. Nimmst die Arme nochmal hoch. Sanfte Rückbeuge. Namaste vor der Brust. Löst dann auf. Geh zurück in Tadasana, in die Berghaltung. Deine Handflächen zeigen nach vorne. Deine Finger sind weit gespreizt. Becken ist aufgerichtet, Brust ist stolz. Okay. Gut. Von hier aus gehen wir in den kleinen Kriegerflow mit Stand, Balance mit drin. Also korrigier gegebenenfalls noch ein bisschen deine Stellung. Von Tadasana aus, mit der nächsten Ausatmung, geht dein rechtes Bein nach hinten in die Krieger 1 Position. Das heißt, du bist ungefähr hüftweit geöffnet, deine Hüfte ist nach vorne hin ausgerichtet. Schau, dass du stabil auf dem linken Bein stehst. Dann schiebst du dich etwas nach vorne, dass mehr Gewicht auf dein linkes Bein kommt. Rechts schiebst du kraftvoll raus. Und dann hebst du deine Arme nach oben, lässt die Schultern absinken. Krieger 1. Lass die Atmung fließen. Fokussiere dich. Es ist ein guter Moment, auch hier einfach mal loszulassen und die Augen zu schließen. Und diese kraftvolle Pose mit geschlossenen Augen zu halten. Wenn das jetzt ein bisschen wackelt und schwankt, ist es nicht schlimm, weil du stehst super stabil in dieser Pose. Der Asana ist dir sehr vertraut. Löse dann langsam aus. Komm etwas nach vorne mit dem rechten Fuß und Stückchen.
Nimm die Hände gekreuzt in den Rücken und dann gehst du hier mit leicht gestrecktem Bein, also es ist nur so minimal gebeugt, in eine sanfte Vorwärtsbewegung. Jetzt hast du eine sehr, sehr intensive Dehnung auf der linken Beinrückseite. Schau, dass dein Rücken gerade ist und sich stabil anfühlt. Lass den Atem fließen. Wenn du deinen Yoga-Block gleich nutzen möchtest für den Halbmond, dann nimmst du dir den gleich, wenn wir den Transfer machen. Ansonsten kannst du dich auch auf deine Fingerkuppen aufstützen oder auf der flachen Hand, so je nachdem, wie es sich für dich anfühlt. Du gehst hinten auf die Fußspitze, bringst Kraft auf dein linkes Bein, setzt deine Hand, die linke Hand vorne auf und dann hebst du dich hoch in den Halbmond. Öffne dich weit zur Seite. Deine rechte Hand geht zur Decke, die Brust ist geöffnet. Der rechte Fuß ist angespannt und zieht lange raus. Ein, zwei Atemzüge noch. Bringe dann langsam deinen rechten Fuß zum Boden. Komme hoch in den Krieger 2. Dafür hast du die rechte Fußkante parallel zur kurzen Mattenseite. Öffnest die Hüfte zum langen Mattenrand. Arme in der Krieger 2 Position. Und dein Blick geht nach vorne. Ein, zwei Atemzüge. Schieb dann hier dein rechtes Becken nach hinten raus. Kipp in ein Trikonasana, in eine Dreieckshaltung. Du kannst hier mit dem linken Hand entweder an den Fußknöchel greifen oder gerne auch aufstellen. Achte darauf, dass du Länge im Rücken behalten kannst. Ein Blick geht nach oben zur Hand oder geradeaus. Das linke Knie ist minimal gebeugt. Ein, zwei Atemzüge hier, halte noch. Bring dann den rechten Arm zum Boden und wir wechseln ins gedrehte Dreieck. Entweder hältst du die gleiche Position mit der rechten Hand, da wo eben deine linke war, oder du gehst eine Stufe höher, auch das ist in Ordnung. Gedrehtes Dreieck. Linkes Bein ist kurz vor der Streckung, Rücken lang, Blick geht nach oben. Ein, zwei Atemzüge. Löse dann auf, bring Kraft in dein Bein, richte dich nach oben ab. Geh zurück in den Krieger 2. Komm zur Ruhe. Bring dann deine Arme weit nach außen und dann hüpfst du mit so kleinen Hüpfern auf dein komplett linkes Bein und stell dich erst aufrecht hin. Mach dich lang, zieh die Fußspitze ran und dann gehst du sanft in Krieger 3. Mach den Rücken lang, fliege. Das linke Bein ist so minimal gebeugt. Blick geht zum Boden, Hüfte ist nach unten ausgerichtet. Löse langsam auf und stell dich zurück in Tadasana. Spüre einmal nach, du hast jetzt intensiv die eine Seite bearbeitet, die andere hat mitgearbeitet. Und wir schaffen den Ausgleich. Mit der nächsten Ausatmung kommt dein linkes Bein nach außen, nach hinten. Fußspitze zeigt nach außen, Krieger 1 Position. Schau nochmal mit den Händen, dass die Hüfte wirklich nach vorne zeigt. Bring dein Gewicht nach vorne. Komm auch hier hoch, wenn du stabil bist. Linke Bein schiebt. Achte darauf, dass die Schultern locker und entspannt weit weg von den Ohren sind. Die Handflächen zeigen zueinander und schließe dann auch hier sehr gerne deine Augen. Löse dann langsam auf, komm mit dem linken Fuß etwas weiter nach vorn, bring dein rechtes Bein mehr in Streckung, flechte die Hände auch hier gerne andersrum und komm lang nach vorne. Das ist eine Pyramide.
Sei stabil in deinem Stand, aktiv in deinem Rücken, intensiv in der Dehnung auf der rechten Beinrückseite. Mit der nächsten Ausatmung löst du auf, kommst dann mit den Beinen in die Krieger 2 Position. Linke Ferse ist parallel zum kurzen Mattenrand. Öffne die Hüfte. Nutze zur anderen Seite, so zur langen Mattenrandseite. Bring die Arme in die Krieger 2 Position. Lege deinen Block in die Nähe. Wir wechseln jetzt einmal in den Halbmond hinein. Bring Gewicht auf dein rechtes Bein. Stütz dich mit der Hand auf, da wo es sich für dich gut anfühlt. Such dir einen Fixpunkt für deine Augen. Heb dann den linken Fuß und den linken Arm weit nach oben an. Fuß ist aktiv. Linker Arm ist weit nach hinten geöffnet. Die Brust weit ist. Ein, zwei Atemzüge noch. Löse dann langsam auf, komm zurück in den Krieger 2. Sei hier nochmal aktiv. Lass die Atmung fließen, schieb dein Knie etwas nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung schiebst du deine linke Hüfte nach links raus. Kommst hier in Trikonasana. Ins Dreieck. Dein rechtes Bein ist fast gestreckt. Die linke Brust weit geöffnet. Ein, zwei Atemzüge. Der Rücken ist lang. Und behalte die Länge im Rücken, wenn du die Hände umsetzt. Linke Hand geht nach unten, rechte kommt hoch. Ausatmen, löse auf. Aktiviere die Körpermitte. Dann bringst du deine Arme in die weit gefächerte Position. Gewicht aufs rechte Standbein. Hüpfe sanft nach vorne. Und geh nochmal fliegen. Fliegend mit geflextem Fuß. In den Krieger 3. Lass deine Atmung fließen. Richte die Hüfte nach unten hin ab. Und ausatmen, löst und kommst zurück in Tadasana. Schließ die Augen einen Moment und spür nach. Bring dann deine Hände sanft zum Boden in eine Vorbeuge hinein. Streck das dann nochmal etwas zur Decke. Schreite mit beiden Beinen nach hinten, sodass du in einen Vierfußstand kommst. Sanfte Katzenbuckel, Pferderücken. Gekoppelt mit deiner Atmung. Deine Knie sind unter der Hüfte, die Hände sind unter der Schulter. Pendel dich dann in der Mitte ein. Und dann schiebst du deine Hände weit nach vorne, gerne auf die Fingerspitzen, dann bist du viel aktiver im Oberkörper. Und wanderst weiter nach vorne und gleichzeitig mit deinem Brustbein Richtung Boden. Wenn du es schaffst und es sich gut anfühlt, darfst du die Stirn am Boden ablegen. Ansonsten kannst du da gerne auch einen Yoga-Block dazwischen packen, auch das ist schön. Intensive Dehnung der Schultervorderseite. Weit geöffnet im Brust-, im Herzbereich. Lass die Atmung fließen. Schütte dein Herz aus hier in Melting Heart Asana. Deine Hüfte bleibt. Die Arme bleiben aktiv. Die Brust öffnet sich. Zwei, drei Atemzüge noch. Und dann wirst du einatmen, wieder aktiv, wanderst langsam nach hinten zurück.
Gehst einmal in Balasana ins Kind. Nimm die Finger zu den Füßen hin, sodass deine Schultern eine komplette Entspannung bekommen. Löst dann ab und komm auf deine Art und Weise im Sitzen. Hier unten jetzt. Wir starten im Stocksitz. Ich mache das jetzt nach vorne, dass du dich ein bisschen besser sehen kannst. Der Stocksitz, da sind die Fußspitzen rangezogen. Die Knie sind leicht aktiv. Achte darauf, dass die Hüfte aufgerichtet ist. Wenn das nicht so gut machbar ist, kannst du jederzeit hier einmal so unter dem Po so ein kleines Handtuch oder was anderes platzieren, dann ist es deutlich einfacher, die Hüfte aufgerichtet zu halten, so für dich. Ne? Probiere aus, was für dich. Von hier aus nimmst du einmal dein rechtes Bein, legst es an die linke Innenseite und dann drehst du dich so ein bisschen, dass deine Hüfte jetzt nur nach vorne ausgerichtet ist. Ne? Also gerne nochmal hier probacken. Sanft auseinanderziehen, damit du mehr geerdet bist mit deinen Hüftbeinhöcken, mit deinen Sitzbeinhöckern. Okay. Dann lass die Atmung ruhig fließen. Wenn du ein Hilfsmittel benötigst, gerne um den linken Fuß herum. Ansonsten gehen wir hier erst einmal sanft in diesen Gegenzug. Dein linker Arm zieht nach oben, das linke Bein ist unten gestreckt. Und dann gehst du sanft in eine Flankendehnung. Deine rechte Hand zieht. Die linke Hand geht zur rechten Hüfte. Gib deinem Körper Zeit nachzugeben. Die Brust ist geöffnet, so dass sie weit nach vorne hinschaut. Lass die Atmung wirken. Lass die Dehnung zu. Flankendehnung. Lenke gerne deine Atmung bewusst in diese Bereiche hinein, die jetzt besonders intensiv gedehnt sind. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Oberkörper etwas an und dann drehst du dich, dann richtest du deine Hüfte etwas mehr nach vorne hin auf. Auch hier gerne wieder mit Hilfsmittel oder entlang des Beines wanderst du nach vorne. In die Kopf-Knie-Position. Dein Bauch, dein Brustbein zieht sanft Richtung Oberschenkel. Du kannst gerne um deinen Fuß herumfassen, aber zieh bitte nicht. Ja? Also einfach nur sanft halten oder die Hände eben daneben lassen. Und auch hier, mit der Zeit, mit der Atmung, kannst du weiter und weiter in die Asana rein sinken. Du hast gerade bei diesen sehr intensiven Rumpfdehnungen immer die Möglichkeit, vorzeitig sanft wieder rauszugehen, über die aktive Körpermitte nach oben hin. Und also hier auch gerade bei der Kopf-Knie-Haltung dürft ihr gerne so ein Türmchen bauen mit den Fäusten und mit den Händen, das was ihr braucht, um sich da wirklich reinhängen zu lassen und anzukommen. Mit der nächsten Einatmung bist du in der Körpermitte wieder aktiv und kommst nach oben hin hoch. Und geh zurück in den Stocksitz. Öffne nochmal den Bereich um die Sitzbeinhöcker. Zieh die Fußspitzen ran. Finde Länge im Stocksitz. Dann drehst du deine Hüfte etwas. Nimmst den linken Fuß hier an den rechten Oberschenkel ran. Wir gehen auch hier erst nochmal so einen sanften Zug. Rechte Hand zieht nach oben, rechter Fuß ist unten, Kontakt zum Boden. Und dann gehst du auch hier sanft mit der rechten Hand zur linken Hüfte hin in eine Flankendehnung rein. Achte darauf, dass dein Atem gleichmäßig fließen kann, dass die Brust weit geöffnet ist.
Atme bewusst in die weitgedehnten Stellen hinein im Rippenbereich, vielleicht auch im unteren Rücken. Und sei sehr achtsam mit dir in diesen Dehnungen. Mit der nächsten Einatmung wirst du wieder aktiver, schiebst die Hüfte etwas nach vorne, sodass du gerade jetzt zu deinem rechten Bein hinguckst. Und ausatmend wanderst du hier entlang der Wade deines Oberschenkels Richtung Fuß. Dein Bauch geht Richtung Oberschenkel. Deine Stirn zieht sanft Richtung Knie, aber sei sehr achtsam und sehr weich mit dir. Ne? Auch hier hast du wieder die Möglichkeit, am Fuß vorsichtig dich festzuhalten und zu orientieren. Türmchen bauen ist auch schön, dass man hier wirklich auch mal so den Kopf ablegen kann. Oder einfach hier sanft mit der Atmung weiter reinsinken kann. Nimm dir deine Zeit. Mit der nächsten Einatmung wirst du wieder aktiv, kommst nach oben hin hoch, richtest dich neu im Stocksitz aus. Achte darauf, dass du jetzt wirklich sehr aufrecht wirst, dass deine Rücken kraftvoll gehalten wird, die Fußspitzen rangezogen sind, die Brust stolz nach vorne zeigt. Schließ die Augen, sei hier aufrecht. Mit der nächsten Ausatmung nimmst du dein linkes Bein und legst es einfach so über dein rechtes Bein drüber. Schau, dass deine Knie möglichst übereinander sind, so nach vorne hingezeigt, und dass der linke Fuß wirklich entspannt abliegen kann. Du kannst dich hier nochmal aufrichten, erde beide Sitzbeinhöcker, und dann gehst du auch hier ganz weich und sanft etwas nach vorne. Und fühlst die intensive Dehnung jetzt auf der rechten Beinrückseite. Achte hier darauf, dass dein Rücken wirklich gerade bleibt. Also es ist wirklich nur eine kleine Bewegung, wo man nach vorne geht, bis die Dehnung da auch wirklich schon kommt. Lass den Atem fließen und halte die Dehnung aus. Komme dann langsam etwas nach oben, halte deine Beinposition. Wir gehen jetzt wirklich in halbe Kuhgesicht rein. Die rechte Hand kommt nach oben, die linke greift von unten. Und du kommst hier in eine aufrechte Sitzposition. Halte das Gewicht auf beiden Sitzbeinhöckern gleich verteilt. Richte den Rumpf auf, schau, dass der Nacken und dein Kopf auch wirklich Länge bekommen. Und fühle die intensive Dehnung auf der Armrückseite, Schulter, Vorderseite, links, hier im Kuhgesicht. Löse dann ausatmend auf, komm zurück in den Stöcksen, richte dich nochmal auf. Bau wieder auf, von den Sitzbeinhöcker nach oben hin. Spannung im Rumpf und die Weichheit in den Schultern, in den Armen. Und dann nimmst du ausatmend dein rechtes Bein, legst das rüber, übers linke rüber, schau, dass die Knie wieder so ungefähr übereinander sind, dass der rechte Fuß entspannt liegt und das Gewicht auf beiden beiden Sitzbeinen beim Höckern gleich verteilt ist. Und dann kommst du auch hier mit der Ausatmung sanft, sanft ein kleines bisschen nach vorn. Lass die intensive Dehnung auf der Beinrückseite zu. Gewinn Länge im Rücken. Und lass die Atmung weich fließen.
Mit der Einatmung kommst du hoch, lässt die Beine hier liegen. Nimmst nun deine linke Hand von oben und die rechte von unten und greifst, wenn möglich, ineinander. Ob du auch dieses Kuhgesicht gut für dich nutzen und halten kannst. Verteile nochmal das Gewicht. Richte dich nach oben hin aus. Fühl dich stabil. Fühl dich stark. Und fühl die intensive Dehnung auf der rechten Oberarmvorderseite, in der linken Armrückseite. Löst den Ausatmen langsam ab. Setz beide Füße auf. Und komm ganz weich und rollend nach hinten und unten in die Rückenlage. Lass die Füße von der Hüfte aufgestellt. Die Arme liegen locker an der Körperseite. Jetzt ziehst du die Füße noch nur so ein bisschen näher zum Po heran, so nah es dir eben möglich ist. Achte, dass Hüfte, Knie, Füße so eine Linie bilden und dass es auch dabei bleibt. Brust ist geöffnet, ganz sanft. Kehle zieht leicht nach innen, indem das Kinn etwas nach unten zieht. Okay, mit der nächsten Einatmung hebst du langsam deinen Rücken Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Und mit der Ausatmung gehst du wieder langsam von oben nach unten Wirbel für Wirbel zurück. Einatmend langsam von unten vom Steißbein nach oben in eine Schulterbrücke. Ausatmend nach unten hin zurück. Und versuch das für dich so, wie sich das gut anfühlt, auch mit dem Abstand von den Füßen. Zum Po und in deinem Atemrhythmus. Das nächste Mal, wenn du oben bist, bleibst du da. Aktiviere die Körpermitte, komm hoch, sei stabil in deinem ganzen Chor, in dem Bauch, Beckenboden, unterer Rücken. Und dann nimmst du die Arme so Richtung Decke, Handflächen zeigen zueinander. Wenn du hier stabil bist und sich das gut anfühlt, kannst du im Wechsel eine Schulter vom Boden lösen, die Fingerspitzen Richtung Himmel schieben und dabei das Becken oben halten. Es gibt einen sanften Twist und etwas Arbeit für deine Rückenmuskeln. Na, dein Becken sollte an Ort und Stelle bleiben. Ist gar nicht so einfach. Einmal noch jede Seite. Und dann legst du die Arme ab, rollst dich langsam wieder Wirbel für Wirbel nach unten und gibst dir eine kleine Pause, so wie du sie jetzt gerade brauchst. Also gerne einmal die Beine strecken oder auch das Gegenteil, ein kleines Päckchen machen. Was es dir gerade gut tut. Und dann stellst du deine Beine wieder auf, gehst hier wieder zurück in die Ausgangsposition. Wir machen eine zweite Runde und wer Lust hat, darf noch etwas intensivieren. Das leite ich dann, wenn wir oben sind, an. Erst wieder Bauchmuskeln aktiv, Beckenboden festziehen, hoch ab in die Schulterbrücke. Dann kommen die Arme nach oben. Und jetzt kannst du mal ausprobieren, wie es sich für dich anfühlt, wenn du die rechte Schulter anhebst und gleichzeitig so die linke Ferse etwas hochziehst. Ja, dass du da nochmal so einen anderen Impuls auch von unten gibst. Halte deine Körpermitte aktiv. Und arbeite. Und jetzt merkst du, jetzt arbeitet dein Becken auch mit. Jetzt sind nochmal mehr Muskeln in deinem Rücken, in deinem Chor aktiviert. Halte die Spannung über die Bauchmuskeln. Halte sanft die Aktivität im ganzen Rücken. Einmal noch jede Seite. Und löse. Mach die Beine einmal ganz lang. Und schieb sie nach unten raus. Lass die Fußspitze nach außen fallen.
Und dann nimmst du dein linkes Bein und legst es über das rechte Bein rüber, sodass die Beine jetzt so sanft nach rechts gewogen sind. Nimmst beide Hände über Kopf, greifst dann mit der rechten Hand ans linke Handgelenk und dann ziehst du ganz sanft hier dich in so eine Flankendehnung rein. Knickst du wie so ein Halbmond am Boden. Hast deinen Schulterbereich weit und angenehm geöffnet, die Rippen sind geöffnet. Lass den Atem bewusst da reinfließen in deine ganze linke Seite. Löse dann langsam auf. Wechsel die Beine, so dass das linke Bein etwas nach außen kommt, das rechte Bein sich drüber kreuzt. Wechsel die Armposition. Die rechte Hand zieht jetzt sanft die Flanke auf. Lass hier dein Atem ganz bewusst weit nach außen in den Rippenbereich rein fliegen. Lass dich nicht durcheinander bringen, egal was um dich herum passiert. Löse dann langsam wieder zur Mitte hin auf. Setz die Füße vor der Hüfte auf und nimm sie einmal hoch. Die Knie gehen sanft nach außen und dann greifst du von innen entweder so an den Unterschenkel ran oder gerne auch an die Zehen, je nachdem, wie es sich für dich anfühlt. Und dann kippst du mal rüber zur rechten Seite, bringst die rechte Ferse nach vorne, dass du hier eine intensive Beinrückseitendehnung hast. Und den linken Bein, das ziehst du ganz doll nach hinten, als ob das so ein Bogen ist, den du spannst. Lass mal ein paar Sekunden hier liegen, fühl die Dehnung. Schulter und Rücken haben Kontakt zum Boden und dann nimmst du die rechte Ferse rein, kippelst drüber und dasselbe zur anderen Seite. Also das linke Bein gegen die Dehnung und das rechte Bein ziehst du zu dir ran. Nehmen wieder zusammen. Und mach das in deinem Tempo pro Seite noch so ein, zwei Mal. Dass du hier wirklich in eine sanfte Dehnung kommst und mit dem anderen Bein sehr aktiv bist. Und dann kommst du langsam mit den Beinen so mit zurück. Lass die Knie hier oben zusammen. Leg deine Arme weit weg vom Körper. Gerne auch so ein bisschen nach oben. Man nennt das so Kaktusarme, die so gebeugt sind, so 90-90. Wenn du möchtest, kannst du deine Beine überschlagen oder du lässt sie einfach eng beisammen. Und dann lässt du die sanft einmal zur linken Seite hin absinken. Halte sowohl mit den Schultern als auch mit den Händen, mit den Armen den Kontakt zum Boden. Geh in eine intensive Dehnung, in eine Drehung in die Krokodilhaltung. Dein Blick geht jetzt rüber nach rechts, wenn es sich im Halsbereich für dich gut anfühlt. Und auch hier atme in den Twist. Atme in die sanfte Dehnung, auch hier wieder im Bauch- und Rippenbereich. Bring dann deinen Blick ganz sanft zur Mitte. Aktiviere die Körpermitte, sodass du deine Beine hochbekommst. Wechsel die Seite und twiste sanft zur rechten Seite. Auch hier, wenn du magst, darf der Blick gerne nach links hingehen. Fühl die intensive Dehnung, Twist in der Wirbelsäule.
die Öffnung im Rippenbereich in der Flanke. Bring dann den Blick zur Mitte zurück. Komm mit den Beinen zur Mitte. Greife gern nochmal eng hier um dich herum. Schau, was dein Rücken, dein Core, dein Brustbereich jetzt noch braucht. Kannst gerne nochmal Kreise machen. Oder auch einfach dich nochmal ganz klein ins Bäckchen packen. Das, was dir gerade gut tut. Und richte dich ein, Shavasana, in der Rückenlage oder auch im Sitzen. Das, was sich für dich gut anfühlt, deine Abschlussentspannung. Wenn du dein Shavasana in der Rückenlage machst, hast du die Beine ungefähr hüftweit geöffnet. Fußspitzen fallen ganz, ganz sanft nach außen. Dein Hüft- und Beckenbereich ist locker und entspannt. Darf gerne einfach auch nochmal bewegen, um in eine angenehmere Position zu kommen. Und wenn du in einer anderen Position am Boden liegst, richte es dir auch da so gemütlich ein, dass du wirklich entspannt die nächsten Minuten einfach liegen und lauschen darfst. In dich rein, was dein Atem dir erzählt, dein Herz dir erzählt, oder du hörst einfach nach außen hin, was die Außenwelt hier von sich gibt und lässt es an dir vorbeiziehen. Versuche in den Gedanken wirklich frei zu sein und wenn ein Gedanke kommt, lass ihn vorbeiziehen. Dein Schulter-Nackenbereich liegt locker und entspannt, die Hände sind mit den Handflächen nach oben hin abgelegt. Schau, dass deine Schultern nochmal weg von den Ohren gezogen sind und dass dein Nacken lang ist, indem du das Kinn so ein bisschen näher zu dir ranziehst. Und wenn du noch Anspannung im Gesicht, im Mundbereich verspürst, dann löse das, indem du den Kiefer sanft nach rechts und links bewegst oder öffnest und schließt. Und glätte nur noch deine Fältchen um die Augen herum, um die Nase und deine Stirn. Fühle nun die Auflagepunkte, wo dein Körper mit dem Boden verbunden ist. Und wenn du magst, darfst du mit jedem Atemzug etwas Gewicht deines Körpers an den Boden über diese Punkte abgeben. Du darfst tiefer sinken mit jeder weiteren Ausatmung.
Lass dann ganz langsam deine Atmung wieder etwas tiefer werden. Intensiv einatmen bis in den Bauchbereich hinein. Und auch intensiv und ganz lang gezogen wieder den Atem nach außen führen. Mach das bis 2, 3 Atemzüge ganz, ganz so. Und wenn du magst, kannst du, wenn du eingeatmet hast, auch einfach noch ein paar Sekunden Pause einarbeiten, bevor du wieder in die Ausatmung gehst. Zieh die frische Atemluft weich nach unten bis in deinen Bauch hinein, füll deine Lungen. Versorge sie mit Energie, mit Lebensmittelenergie, Lebensenergie. Dann kommst du nach und nach wieder in einen ganz ruhigen, fließenden Atemrhythmus und kommst über die kleinen Gelenke zurück auf die Spürebene. Deine Finger zu bewegen, deine Füße. Nimm dir diese Bewegung, die dein Körper jetzt braucht. Vielleicht möchtest du nochmal strecken und recken. Vielleicht möchtest du dich nochmal klein und rund machen. Und werde langsam mit dem ganzen Körper aktiver. Und komm auf deine Art und Weise nach oben hin sitzen. Nimm eine aufrechte Sitzposition ein, die für dich angenehm ist, in der du gut aufrecht sitzen kannst, ohne große Anstrengung. Schließ noch einen Moment die Augen, geh nochmal in dich, spür deinem Körper nach. In jedem einzelnen Bereich, wie es sich jetzt anfühlt, und dann sammelst du über außen mit deinen Armen die Energie ein. Legst die Handflächen zusammen, vor der Brust gehst du tief. Wir machen das 3-mal. Und ein letztes Mal. Sammle die Energie, schließe sie in deinen Händen ein und führe sie zum Herzen. Schenk dir ein inneres Lächeln. Freu dich über deine Yoga-Praxis, dass du die Zeit genommen hast. Und trage diese Energie in den heutigen Tag, in die Woche rein. Namaste.